Alten Dame aus Berlin punkten für ein großes Ziel, das da heißt, weiter in der nächsten Saison für beide. 5 Minuten gespielt, Fehler, Karl, Präger auf Radke, die Ratte kam zu kurz, Fiedlers Stellungsspiel. Eckball Dinsey, den erwartet Zimmermann-Ersatz Holger Hiemann, hat für den HSV damals schon 5 Bundesligaspiele gemacht, also nicht der große Routinier. Schön gesehen wieder, Michel Dinsey, heute Manndecker und gewaltig offensiv schon. Also Dinsey normalerweise Manndecker zusammen mit Jolly Sverrisson. Maxi Heidenreich bekam von Willi Reimann noch eine Chance als Libero, also Druck für ihn, da hinten den Laden mal dicht zu halten. Chami bei seinem ersten Einsatz von Beginn an, der Mann aus Kamerun. Hertha machte Dampfarbeit für Heidenreich und Co. Mandreko. Und Hiemann auf der Hut. Röber geladen. Schon beeindruckend, wie Hertha hier das Tempo diktierte. Die Wölfe hatten defensiv dicke Arbeit zu leisten, zu verrichten. Chami, Foul von Kovacevic. Ein ganz wendiges Kerlchen, dieser Chami. Alfons Chami. Freistoß. Michel Dinsey, großes Betätigungsfeld für einen Defensivmann. Wolfsburg außer im Tor mit einer Änderung. Dammeier für den formschwachen Tschechen Novotny. Befreiung tut Not, raus aus dem Hertha-Druck. Präger, Kapetanovic, Mandreko verstört und wieder Roy Präger. Sein erster Schuss. Und Fiedler roch den Braten, wie er gleich anzeigt. Kurzes Eck, Effenberg hat es ihm eingebläut, letzten Sonntag. Nochmals der Blick auf Präger, der Sonnyboy derzeit im Käferland. Schon 2 Bundesliga-Treffer. Wolfsburg nur sporadisch offensiv, volle Konzentration zunächst auf die Defensive. Auch der HSV beim ersten Heimspiel des VfL. Lange Zeit überlegen, bis die Hausherren in Tritt kamen. Austoben lassen und dann zuschlagen. Nettes Rezept. Der Pass auf Sixten Veit und Hiemann stand und lag bislang souverän seinen Mann. Naja, also Glück schon bislang, dass Hertha noch nicht in Führung lag, offensiv und mit viel Drang eingestellt von Röber. Pech dann für Hertha, ihr Libero Steffen Karl musste mit einer tiefen Risswunde am Knöchel raus, zunächst nur noch zu 10. Freistoß Wolfsburg. Und Roy Präger frei, Karl noch nicht ersetzt, wird Zeit, allerhöchste. Michael Hartmann kam dann für Karl ins Spiel. Foul von Kruse, über eine halbe Stunde in diesem Kampfspiel vorbei. Kruse an Balwans, dann der Kruse-Blick. Kapetanovic. Fehler von Hartmann, dem Neuen. Und da steht der Goldjunge, schon wieder goldrichtig. Roy Präger, 34. Minute. Das ist ein Torjäger. Wenn in Aktion, dann mit Schmackes. 1-0 Wolfsburg. Aber keine Frage, das Tor geht auf das Konto von Hartmann auf Hertha-Seite. Achtung. Jetzt hat er den Ball schon, aber dann Kapetanovic, ganz clever. Und Čović bei Präger auch nicht ausreichend dicht. Und in der nächsten Einstellung zu sehen, Fiedler nicht entschlossen, erst raus, dann rein. Aber den Jungen bei seinem dritten Tor ziehen wir uns nochmals genussvoll rein.
Präger. Und dann nicht gerade hüftsteif, der Roy. Das Spiel im Rahmen des Normalen recht anständig, professionelle Härte ab und an und manchmal auch recht dumme. Kovacevic an Kruse. Viertes Gelb im vierten Spiel, eine ordentliche Statistik. Das heißt, bald ist Pause. Halbzeit und für Röber hat Dr. Back der Schiri zu früh abgepfiffen. Mag sein, war schon richtig. Wer nicht, alles Jute. Prost. Zweite Halbzeit, Hertha ist gefragt, aber Wolfsburg kam. Hier über Kapitanovic gegen Mandreko, gegen Rekdal und Dinsey, alle Statisten. Kapitanovic zum 2:0, ein Galator in der 49. Minute. Aber schauen Sie gleich, schauen Sie bald auf den Schingel, Kapitanovic. Zunächst in dieser Einstellung schon an Mandreko vorbei. Da hat er den Mandreko schon hinter sich gelassen. Aber hier, Kapitanovic hat Mandreko fest im Griff. Clever nennt man das wohl so im Profigeschäft. Solche Jungs suchen doch die Trainer, oder? Eckball, Mandreko. Und drin ist er nach 53 Minuten und nicht durch einen Herthaner. Es ist Claudio Reyna, der da den Ball unglücklich ablenkt. Der Spielmacher, der Techniker, der US-Boy. Nichts zu machen, einfach nur Pech. Plötzlich das Geschehen wieder offen. Spannung, Dynamik, Knistern pur beim Duell der Neulinge. Und die Spitzen Präger und Radke sind nun gefragt als Spitzen gegen die Hertha-Power. Fehler Kruse war das. Da ist Präger, 60. Minute. Ja, es macht einfach Spaß, den Jungen wetzen zu sehen und seine Emotionen sind erfrischend. Er schaut noch kurz zuvor auf. Herthas Sturmprobleme offensichtlich, noch kein Stürmertor, die Zeit drängt. Dinsey, oh Fehler, Präger, oh Backe. Das tut dem VfL weh und baut die Hertha auf. Wenn es da nicht scheppert, nach so einem Bock, kann es ja eigentlich nur noch bergauf gehen. Präger versucht zu täuschen und kommt dann durcheinander. In der Einstellung schön zu sehen. Er versuchte alles, das Falsche. Aber auch Hertha ohne Durchschlagskraft vorne in Strafraumnähe. Kruse und Chami nur bemüht, ohne Pfeffer im Abschluss. Mandreko. Da ist er wieder, Mandreko. Andreas Schmidt-Pfosten, 70. Minute. Fast hätten sich die Präger-Chancen gerecht. Also nochmals, der Defensivmann setzt ein Zeichen. So ähnlich geht's, ihr Herren Stürmer. Reimann. Das Geschehen einfach zu charakterisieren. Mann und Maus Hertha gegen Konter Präger Radke. So wie es halt immer ist bei diesem Spielstand. Da ist er wieder. Kein Abseits wohl. Präger. Mein Junge, so allmählich gilt es aber, diese Riesenchancen zu nutzen. Sonst wird's schwer mit dem Heldendasein. Rutscht ihm über den Spann. Aus. Dann war auch Schluss für Präger und Radke. Toll gespielt, aber ein Tor zu wenig gemacht. Allemal. Herthas Röber war zufrieden mit seinem Team in den vergangenen Spielen. Heute sollte endlich die Ernte eingefahren werden. Aber Wolfsburg ist keine Truppe, die konditionell einbricht. Das hat er drauf, der introvertierte Reimann. Das ist Stammann, eingewechselt. Nein, das ist Stammann und Fiedler. Noch 15 Minuten.
Druck, Druck der Gäste, die auf eine Abwehrformation nun völlig verzichteten. Nur noch den Ausgleich im Kopf. Hinten alles wurscht. Und so sah es dann auch aus. Keller. Stammern. Auf. Meissner. Sowas muss ich rächen. Das ist grob fahrlässig. Wer hier nicht den Sack zumacht, verliert normalerweise noch 2 Punkte. Freistoß, letzte Minute, der eingewechselte Brian Roy steht bereit. Es war nichts mehr zu machen. Reimann und seine Mannen gewinnen mit 2:1 und Dirk Froberg sowie Boris Stark fragten nach. Mir fällt natürlich steif vom Herzen, weil ich sag mal, ein Tor gemacht, erste Halbzeit, dann 3 riesige Chancen und die mache ich nicht rein. Aber ich kann immer nur sagen, ich bin nicht Mr. 100% und ich werde weiter daran arbeiten, damit ich vielleicht irgendwann die Dinger auch mal mache. Darüber, der Ausfall von Steffen Karl wiegt sicherlich schwer, wenn der Libero dann gehen muss nach 30 Minuten. Aber solche individuellen Fehler, wie danach vorkamen, darf man sich eigentlich nicht erlauben. Das ist richtig. Ich meine, wenn man 30 Minuten das Spiel hier macht und es passiert eigentlich gar nichts, der Gegner hat absolut keine Chance und man macht natürlich solche Fehler da hinten, wo man den Ball eigentlich ganz klar hat und den dann weggibt, dann muss man sich nicht wundern, wenn man dann auf einmal 1-0 hinten liegt. In Berlin herrscht die ganz große Euphorie. Habt ihr jetzt alle ein bisschen Angst, dass das wieder abflacht? Man weiß, der Berliner Fan ist nicht besonders treu, wenn keine Erfolge da sind. Kann ich nicht beurteilen. Wie gesagt, wir versuchen unser Bestes, wir geben alles. Und nach 4 Spielen gleich wieder die Fahnen umzuschwenken. Das war bei der Kommunisten früher so üblich, aber nicht normalerweise beim Fußball. Wenn ich zu einer Mannschaft stehe oder wenn ich zu einem Verein stehe, sind nicht nur 4 Spieltage. Dankeschön. Man merkt